Hier sieht man einen kleinen Aufbau von einem Röhrenverstärker, der etwas anders aufgebaut ist als die üblichen. Zum einen, die Endpentoden sind als Trioden geschaltet, aber mit der Besonderheit, dass hier das Schirmgitter als Anode fungiert. Das Bremsgitter ist wie üblich mit der Kathode verbunden und die Anode der PL504er ist mit der Masse verbunden. Eigentlich ist das nur ein kleiner Versuchsverstärker, weil ich im Internet gelesen habe, da es einige Röhren gibt, bei denen der Klang noch viel besser ist als üblich, bei einer üblichen Beschaltung. Hier vorne haben wir hier zwei BCF 80 Röhren, so wie auf der anderen Seite auch. Dahinter für jeden Kanal jeweils eine BCF 802. Die PL504 sind die Endstufenpentoden. Man sieht, bis die Röhren endgültig warm sind, wie hoch der Stromverbrauch ist. Man merkt, das klingt gar nicht so schlecht. Mit dem PCM-Filter einschalten, schaltet das Rauschen auch weg vom UKW-Empfänger. So schaltet man das Ganze auf Mono, beide Kanäle werden gemischt. So einfach nur der Bypass ohne Filter. Man merkt, es klingt gar nicht so schlecht. Also die Leistung, der Verbrauch schwankt so zwischen 81 und 83 Watt. Eigentlich verheizt man mehr, als was an Leistung die Lautsprecher hergibt. Der Klang ist atemberaubend. Also was will man mehr? Also man sieht, es funktioniert doch. Einfach die Anode mit Masse verbinden, das Bremsgitter wie üblich mit der Kathode und das Schirmgitter als Anode missbrauchen. So viel zu dem Versuch. Ich werde wahrscheinlich diesen Verstärker auf einer Platine neu aufbauen und mir ins Wohnzimmer stellen. Er klingt einfach hervorragend. Danke fürs Zusehen.